Einkaufen, Musik hören, Filme ansehen, Bücher lesen. Das alles funktioniert heute digital. So auch Ihre Steuererklärung. Denn die können Sie online mit Elster erledigen. Die Steuererklärung über Mein Elster erfolgt papierlos und ohne zusätzliche Software auf jedem Endgerät, also auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Mein Elster ist außerdem kostenlos und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Um die Vorteile von Elster nutzen zu können, registrieren Sie sich einmalig bei Mein Elster. Zum Schutz Ihrer Daten setzt sich die Registrierung aus mehreren Teilen zusammen. Aber mal von Anfang an. Gehen Sie auf www.elster.de. Mit einem Klick auf Benutzerkonto erstellen geht's los. Zuerst bekommen Sie einige Infos zur Registrierung. Apropos Infos. Mit einem Klick auf das blaue G erfahren Sie mehr zum jeweiligen Thema. Auf der nächsten Seite sehen Sie auf einen Blick, wie die Kontoerstellung abläuft. Entscheiden Sie, wie Sie sich zukünftig bei Mein Elster einloggen wollen. Wir empfehlen die Registrierung mit der Zertifikatsdatei. Wählen Sie nun aus, ob Sie sich als Person oder Organisation registrieren wollen. Tragen Sie nun Ihre persönlichen Daten ein. In der Timeline links sehen Sie, an welcher Stelle des Registrierungsprozesses Sie sich gerade befinden. Sie benötigen Unterstützung? Das blaue Fragezeichen hilft Ihnen weiter. Die Teilnahme an der vorausgefüllten Einkommensteuererklärung erfolgt automatisch. Dafür erhalten Sie einen Abrufcode per Post. Bitte bewahren Sie diesen auf. Prüfen Sie Ihre Daten und senden Sie diese ab. Nun bestätigen Sie noch Ihre E-Mail-Adresse. Klicken Sie dazu auf den Link in der E-Mail, die Sie kurz nach dem Absenden Ihrer Daten erhalten haben. Anschließend erhalten Sie eine zweite Mail mit Ihrer Aktivierungs-ID. Jetzt heißt es, warten auf den Postboten. Sie haben den Aktivierungscode per Brief bekommen? Dann kann es weitergehen. Klicken Sie auf den Link in der bereits erhaltenen Mail mit der Aktivierungs-ID und geben Sie die Aktivierungs-ID aus der Mail und den Aktivierungscode aus dem Brief ein. Schon können Sie Ihre persönliche Zertifikatsdatei erstellen, die Sie künftig für den Login benötigen. Dann ist Ihre Kreativität gefragt. Suchen Sie sich ein Passwort aus. Fast fertig. Laden Sie Ihre persönliche Zertifikatsdatei herunter und speichern Sie diese an einem Ort, an dem Sie die Datei wiederfinden. Sie benötigen die Datei, um sich zukünftig bei Mein Elster einzuloggen. Ab sofort können Sie alle Vorteile von Mein Elster nutzen. Digital, bequem, online. So geht Steuererklärung heute.